mal hier rein. Wenn ich an einer Kreuzung stehe, schauen die meisten Leute weg oder gehen vorbei. Daraus habe ich ganz einfach die Erfahrung gewonnen, dass der Behinderte jetzt speziell der Rollstuhlfahrer von sich aus immer wieder auf den Nicht-Behinderten zugehen muss. Was tun Sie, wenn Ihre Stimmung mal absackt? Der Brief auf dem Tisch, über den Sie sich ärgern, der Bezug auf dem Sessel, der endlich erneuert werden müsste. Sie gehen zum Nachbarn oder gehen spazieren, Sie sitzen im Auto wenigstens für eine halbe Stunde. Der Nachbar merkt Ihnen nichts an, Sie reden wie gestern, die Bäume sehen noch aus wie vorige Woche und auch die Ampeln schalten gleichmäßig um auf Rot und auf Grün. Die Welt also stimmt noch, auch wenn es in ihren vier Wänden heute arg wackelt. Sie schreiten ein Stück unserer Welt ab. Das Eis im Ganzen, es trägt noch. Die dünne Stelle da, wo Sie standen, ist nur die Ausnahme. Und dann gehen Sie zurück und Sie sitzen im Zimmer. Und das Lied, das Brief und Sessel gesungen, das garstige Lied, die Welt sei zum Kotzen. Das Lied ist leiser geworden, erträglich. Man nennt das, sie haben sich wieder gefangen. Und drei Häuser weiter sitzt noch jemand mit einer Stimmung auf Null. Und der sitzt im Rollstuhl. Auch ihm täte es gut, zum Nachbarn zu gehen, aber es geht nicht. Auch ihm täte es gut, eine Stunde zu laufen, aber er kann's nicht. Auch ihm täte es gut, sein Auto auf 100 zu bringen, auch das ist unmöglich. Was soll er tun, um nicht hilflos ausgeliefert zu sein, den Liedern, die Briefe und Sessel ihm singen? Ich weiß es auch nicht. Ich wollte es nur mal fragen. Hier neben dem Baum. So. Von ruhig.
Halt. Sie fahren mir schon wieder weg. Jetzt fahren Sie nicht mehr als bis hier ungefähr. Und drehen in diesem Kreis hier, ja? So rum. Ja. Ganz eng, so eng wie Sie können. Ja, das ist gut. Prima, ganz klasse. Nochmal? Ja, machen Sie ruhig nochmal. Jawohl. Menschen, deren Beine so gelähmt sind, dass sie keinen Käfer kaputt machen könnten, knallt man Novalis an die Wand. Tritt auf dein Elend und du stehst höher. Es war am deutschen Ostseestrand, Kinder gingen baden, die hatten keine Arme. Die anderen Kurgäste sagten, gebt denen doch einen anderen Strand, wir können sowas nicht sehen. Möchten Sie vielleicht ein Druckfehler sein? Ich könnte mir denken, Sie sagen jetzt nein. Es war auf dem Nachhauseweg, in der zweiten Klasse war das Diktat nicht schlecht ausgefallen, nur in Antonios Heft stand wieder ein ungenügend. Antonio hatte den Kindergarten in der Nähe von Palermo besucht. Und nun, 3 Jahre später, riefen deutsche Kinder hinter ihm her, Sechsenschreiber, Sechsenschreiber. Möchten Sie vielleicht ein Druckfehler sein? Ich könnte mir denken, auch diesmal nein. Es war in einem Restaurant, Kleinstadt, gediegen, sehr gemütlich. Eine Dame fütterte gerade ihren Sohn, 38 Jahre, der Sohn, spastisch gelähmt. Er hatte in seinem Leben noch nie ein Stück Kuchen ohne Hilfe essen können. Und es schmeckte ihm. Nur nicht den beiden am Nachbartisch. Eigentlich wollte ich ja noch eine Tasse Kaffee trinken, sagte er. Und sie? Du, lass uns jetzt lieber hier weg. Möchten Sie vielleicht ein Druckfehler sein? Ich könnte mir denken, auch hier wieder nein. Es war im Vorderen Orient, als Jesus sagte, kommet her zu mir alle. Und als er das sagte, sagte er, mir kommen alle Menschen recht. Und als er das sagte, sagte er, für mich ist kein Mensch ein Druckfehler. Und als er das sagte, sagte er, wir wollen es miteinander wagen. Möchten Sie vielleicht ein Druckfehler sein? Ich könnte mir denken, Sie sagen jetzt nein. Und soll der andere für uns wie ein Druckfehler sein? Ich hoffe, wir sagen auch diesmal nein.